Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Erstmal zu diesem ganzen Affentheater, was da in Mönchengladbach abläuft. Der Herr, wie heißt der? Junger Mann oder Jünger Mann? Wie heißt er? Jünger Mann. Jünger Mann, ja genau. Der hat ja jetzt geschrieben, um wieder so ein bisschen die Emotionen gegen uns aufzuladen, dass wir gegen Meinungs- und Pressefreiheit seien. Ich würde dem Herrn Jünger Mann oder wie diese Person heißt, ich würde ihm den Tipp geben, mal zur Feuerwehr zu gehen und sich die Ohren auszuwaschen. Denn wir haben schon in mehreren Vorträgen und mehreren Kundgebungen gesagt, dass wir nicht gegen Meinungsfreiheit oder Pressefreiheit sind. Und wir sind auch nicht gegen Kritik, sondern wir sind gegen Hetze. Und Hetze ist es, wenn man falsche Aussagen verbreitet, um Hass und Angst vor uns zu schüren, uns zu diffamieren, zu dämonisieren. Und dazu gehören ganz eindeutig Aussagen der Rheinischen Post. Ich nenne nur drei. Zum Beispiel von Gabi Peters, dass 250, war Gabi Peters, oder? Ich bin auf jeden Fall zwei Auf Gewalttaten. jeden Fall von Rheinische Post, 250 gewaltbereite Salafisten nach Mönchengladbach kommen würden. Was ganz klar und deutlich eine Lüge ist. Zweite Sache. Dass zum Beispiel gesagt wird, wie Salafisten Frauen unterdrücken. Soll doch mal jemand kommen mit unseren Frauen reden, ob sie unterdrückt werden. Lüge. Dritte Aussage, Detlef Hüvel, wir wollen Weihnachten zum Heiligen Krieg aufrufen. Das heißt, er will damit sagen, hier Leute umzubringen. Wenn das keine Hetze sein soll, weiß ich, was Hetze sein soll. Aber hier sieht man, dass ihr gegen Meinungsfreiheit seid. Wenn wir Meinungsfreiheit tätigen, versucht ihr uns zu stigmatisieren und als Leute darzustellen, die gegen Meinungsfreiheit und Pressefreiheit sind. Wir sind nicht gegen Pressefreiheit. Pressefreiheit ist gut, wenn man vernünftig recherchiert und keine Lügen verbreitet. Aber ich gebe euch auch mal den Tipp, um wir haben 3 Uhr nachts jetzt, glaube ich. Ja, fast 3. Ich gebe euch auch noch einen Tipp. Schaut euch mal mein Video an, Propagandamethoden von Adolf Hitler. Und dann werdet ihr sehen, wenn ihr weiter so Ängste schürt, wie das hier eskalieren wird. Und wenn es weiter so geht, wird irgendein Muslim getötet werden. Das habe ich schon vor mehreren Jahren gesagt. Kurz bevor Mardwa Sherbini auch getötet wurde, habe ich das sogar in einem Interview mit der Hannoverschen Allgemeinen gesagt. Das ist zwangsläufig. Deswegen die Politiker müssen die Hetze in den Medien stoppen. Das heißt, es dürfen keine falschen Aussagen mehr gemacht werden. Keine pauschalisierenden Aussagen über Muslime. Keine Aussagen, wo gelogen wird, wo Lügen verbreitet werden. Ja, das ist eine ganz klare Sache. So, aber wenn man das weitermacht, ist ganz klar, wird es hier zum Massaker kommen. Das Problem ist nur, und das ist keine Drohung, ja, weil Drohung bedeutet, ich bedrohe euch, ich sage hier, wenn ihr das macht, dann machen wir mit euch das und das. Aber wir sind momentan hier unsere Leute, oder was heißt unsere Leute? Die Leute am Bremsen. Wir haben aber nicht alle Leute unter Kontrolle. Das ist das Problem. Wir versuchen die Leute die ganze Zeit zu bremsen. Wir sagen, Ruhe bewahren, Ruhe bewahren, Ruhe bewahren, Ruhe bewahren. Dann kommt ihr natürlich und tut so, als wenn wir die Leute aufhetzen wollen. Nein, aber wir werden auf keinen Fall Ungerechtigkeit zulassen. Wir werden die Ungerechtigkeit weiter, und damit meine ich die Lüge, weiter entblößen. Denn wenn wir es zulassen, dass über uns gelogen wird, dann werden die Menschen alle diese Lügen aufnehmen. Deswegen müssen wir dort stehen und den Menschen, den Leuten, die die Wahrheit sehen wollen, sagen, hallo, das, was dort gesagt wurde, ist falsch. Und so haben wir schon viele Leute erreicht. Wir wissen, das ist immer wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Von 1.000 Leuten erreicht man vielleicht einen. Aber einer ist besser als keiner. Und deswegen werden wir auch weiter so machen. Jedes Mal, wenn über uns gelogen wird, werden wir da sein. Ja, jedes Mal, wenn, inshallah. Jedes Mal, wenn um uns gelogen wird. Und deswegen, wenn ihr so weitermacht, werdet ihr sehen, dass es knallt. Und wie gesagt, ich bedrohe keinen, aber ich warne euch. Ich warne euch, es wird Leute geben, die Muslime abschlachten. Ihr müsst es euch überlegen. Ihr müsst euch überlegen, habt ihr den Mut zuzugeben, ja, Detlef Hübel, sogar meine Mutter hat mit ihm telefoniert, was er dort von Schwachsinn schreibt, zuzugeben, dass diese Aussage eine Lüge war? Habt ihr den Mut dazu? Habt doch den Mut dazu, sagt ja, wir haben uns dort vertan, wir haben falsch recherchiert. Aber da habt ihr nicht den Mut zu, weil ihr Angst habt. Weil ihr Angst habt. Ihr habt ja gerade eine Marktlücke gefunden. Das ist das Problem. Deswegen, Rheinische Post, ihr solltet Vernunft haben. Und Gabi Petlers und Detlef Hüvel und auch Herr Jungermann, ihr solltet euch was schämen, solltet ihr euch.
Schämen sollt ihr euch. Ich würde Rheinische Post empfehlen, solche miserablen Journalisten zu entlassen. Solche miserablen Journalisten sollte man sofort entlassen, die so einen Schwachsinn schreiben, die zu doof sind, vernünftig zu recherchieren und die nichts, nichts Vernünftiges rüberbringen und noch nicht mal in der Lage sind, sich einen Vortrag von uns von A bis Z vernünftig anzuhören und auch vernünftig wiederzugeben. Solche Leute sollte man direkt entlassen, weil einfach nur unfähig sind. Wie gesagt, am Samstag in Charleroi werden wir auch da sein und dann werden wir gucken, was der unsichere, inkompetente Lügner Wilfried Schulz zu sagen hat. Und von dem werden wir es auch nicht zulassen, dass er da die Leute mit Lügen versorgt. Aber die Leute wollen ja gerne angelogen werden, weil die sowieso Hass auf die Muslime haben und die nehmen uns dann als das Alibi. Naja, wir werden sehen, wir werden da sein, inshallah. Und dann gucken wir, wie es weitergeht. Assalamu alaikum.